Leute, ich habe keine Ahnung, warum ich auf diese verrückte Idee nicht schon früher gekommen bin, denn heute wollen wir in unserer Studiohalle hier hinter uns ein Drohnenrennen veranstalten. Ich weiß, es klingt ultra verrückt, ich muss aber sagen, ich habe extrem viel Bock da drauf, weil wir haben hier einfach den perfekten Ort dafür. Wir können hier machen, was wir wollen, wir haben super viel Platz, 300 Quadratmeter, 3 bis 4 Meter hohe Decken, sehr viel Luftraum und eben auch noch relativ viele große freie Flächen, wo nichts großartig steht. Und dementsprechend ist es eigentlich perfekt, um hier mit der Drohne durchzuheizen. Ihr seht es vielleicht auch hier schon neben mir. Wir haben ja schon einen Parcours aufgehangen, durch den es dann halt mit der Drohne hindurch geht. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los und ich zeige euch diesen Parcours einfach mal als erstes. Lasst uns also zuerst die Strecke langsam abfliegen, damit ihr einen Überblick bekommt. Nach dem Start von der leuchtenden Holzkiste beginnt der Parcours dabei mit 4 aufeinanderfolgenden Ringen auf gleicher Höhe. Hier muss man über eine Strecke von etwa 8 Metern konstant durch die Hindernisse gleiten, um in Richtung des Schreibtisches zu kommen. Dort startet jetzt die Kurve zum Wohnzimmer, welche durch 2 Meter hohe Schaumstoffwände abgetrennt ist und unten von 2 Lampen beleuchtet wird. Durch die Botanikwand hindurch geht es dann aber ins Wohnzimmer. Hier macht man einen Bogen nach rechts durch Ring Nummer 5 und danach durch den höher gelegenen Ring Nummer 6. Jetzt wartet nur noch der Endgegner auf uns, denn neben der Küche haben wir einen Tunnel aufgehangen und eins kann ich euch sagen, diesen zu durchfliegen ist echt hart. Wenn das aber geschafft ist, wartet endlich das Ziel auf uns. Hier müssen wir direkt auf der beleuchteten Kiste landen und schon wird die Zeit gestoppt. Ja, jetzt kennt ihr ja auch unseren Parcours, den wir hier aufgebaut haben. Ich muss sagen, der ist richtig cool geworden, aber ich kann auch schon mal eins vorweg sagen, er ist sehr, sehr anspruchsvoll. Also so einfach, wie das gerade ausgesehen hat, zu fliegen ist es leider nicht. Da kommen wir aber gleich nochmal zu, weil genau das Grund, ich meine, genau diese Schwierigkeit ist eben der Grund, warum wir das hier heute nicht alleine machen wollen. Denn ganz ehrlich, das wäre komplett in die Hose gegangen, weil wir einfach keine Ahnung von Racing-Drohnen haben. Aber eben sehr viel Bock dabei zu lernen. Ich hoffe, auch für euch ist das ein spannendes Thema. Und deswegen ist unser Kollege Colin heute hier. Der hat da nämlich tatsächlich schon ein bisschen mehr Erfahrung gemacht. Du machst jetzt schon wie lange Racing-Drohnen? Schon über ein Jahr auf jeden Fall. Ja, das hat ziemlich genau mit dem ersten Lockdown angefangen. Ja, also ein Jahr. Wir haben ja auch schon auf dem Feld mal geflogen letztes Jahr und seitdem hast du dir verschiedene Drohnen selber zusammengebaut und man muss sehr viel selbst schrauben und auch programmieren teilweise, bis das Ding dann mal läuft. Genau, also es ist auf jeden Fall, dass man reparieren muss man können. Man muss sich jetzt nicht komplett von Grund auf eine neue Drohne zusammenbauen. Da gibt es schon Kits, die fertig zusammengebaut sind, aber man muss auf jeden Fall lernen, die Dinge wieder zu reparieren, weil kaputt machen wird man sie auf jeden Fall. Du brauchst eine Brille, du musst natürlich auch was sehen. Bei Kameradrohnen hast du es ja auf deinem Handybild direkt vor dir. Das funktioniert bei denen natürlich nicht, weil du schnell mal um irgendeine Kurve geflogen bist und dann komplett die Orientierung verlieren würdest, wenn du nicht quasi das sehen würdest, was die Drohne auch sieht. Dann geht es weiter mit Akkus. Du musst dir natürlich genau aussuchen, welche du brauchst. Du musst dir Gedanken machen, wie lädt man diesen Akku überhaupt. Da ist nicht einfach ein Kabel dabei zum Aufladen, ne? Da ist keine Ladeelektronik dahinter. Da musst du schon alles richtig machen, sonst kann das auch mal in die Hose gehen, sag ich mal. Und da ist schon bei jedem Kleinteil quasi so eine eigene Lernkurve fast schon dabei. Genau das gleiche halt auch mit den GoPros, wie du ja schon kurz erwähnt hast. Das hier ist eigentlich, sieht jetzt echt nicht mehr so aus, aber das ist eine GoPro Hero 6 Black. Die ist aber leider zu schwer für die meisten FPV-Drohnen. Deswegen, was macht man einfach? Ja, okay, man zerlegt sie komplett und baut nur die notwendigsten Elemente, quasi Linse und die Elektronik, an die Drohne. Nicht mal der Akku ist hier noch drin, sondern es wird alles über die Elektronik der Drohne mit bedient. Die Drohne ist jetzt eine ziemlich kleine Drohne, die eigentlich eher für so langsamere Indoor-Flüge ausgelegt ist. Deswegen, sie ist leicht, sie ist klein, sie hat hier so ein Bumper an der Seite. Ja, haben wir auch schon gut gebraucht, ne? Ja, dass man nicht alles kaputt macht am Ende. Ja. Die hier ist wirklich dann eher für langsamere Flüge und für Indoors gedacht. Ich glaube, gerade für die Leute draußen ist es aber auch nochmal super spannend zu erfahren, wie man denn jetzt lernt, die Drohne zu fliegen. Weil ich muss auch ehrlich bei mir sagen, ich habe mir das deutlich einfacher vorgestellt. Wir haben jetzt schon den ganzen Tag trainiert und sind dabei kläglich gescheitert, Leute. Wir haben erst im, wie heißt es nochmal,
Simulator haben wir angefangen am Rechner. Da kann man eben auch seinen Controller verbinden und hat dann sehr ähnliche Flugeigenschaften. Man kann sich da auch die Drohne auswählen. Und das hilft einem natürlich schon mal, ohne irgendwas kaputt zu machen, da ein Gefühl für zu bekommen. Aber dann auch das jetzt hier in der Halle zu fliegen, war wirklich super schwierig. Und deswegen ist halt die Frage, wie lernt man das oder wie hast du das auch gelernt? Wie du es gesagt hast, die Lernkurve ist eher eine Lernwand, habe ich immer am Anfang gesagt. So, du haust du dagegen, irgendwann bist du durch. Ja. Und da sind halt gerade die Simulatoren mega gut. Das habe ich auch am Anfang gemacht und das ist extrem viel wert. Habe ich auch gemerkt, weil die Drohne sich von den Flugeigenschaften ganz anders steuert. Genau, da übernimmt halt die Kameradrohne extrem viel für den Piloten und steuert auf mehreren Achsen gleichzeitig, wie die Drohne denkt, dass du sie steuern willst, was extrem gut funktioniert bei den Kameradrohnen. Bei den Racing-Drohnen würde das zu viel, sage ich mal, rausnehmen an den Piloten. Der Pilot will auch wissen, was passiert und will das ganz genau steuern können. Und man steuert bei diesen Drohnen mehr oder weniger immer nur eine Achse. Das heißt, wenn ich aber so in der Luft hänge und mich nur drehe, dann drehe ich mich nur so. Und dann bin ich komplett falsch in der Luft, um irgendwie weiter zu fliegen. Da fliege ich halt so weiter. Das juckt die Drohne dann relativ wenig. Und deswegen muss man da schon extrem viel umdenken. Das ist auch echt, glaube ich, mit die größte Änderung. Einfach das Lenken und das Flugverhalten. Du musst auch die ganze Zeit die Höhe halten. Das ist ja bei einer DJI-Drohne zum Beispiel auch nicht. Du kannst die Joysticks loslassen und die bleibt einfach in der Luft stehen. Das passiert bei der nicht. Du musst immer deine Finger am Joystick halten und das genau austarieren. Und dann halt wirklich eine gerade Linie zu fliegen, das alleine ist schon schwierig. Und dann kommt noch das Kurvenverhalten dazu. Und ja, daran sind Paddy und ich tatsächlich gescheitert. Wir hatten so Bock, aber wir haben es einfach unterschätzt, wie schwierig das ist. Nach einem Tag ist das einfach nicht möglich. Und ja, für euch haben wir jetzt hier mal ein paar lustige Ausschnitte, wie wir komplett in der Halle fällen. Okay, Leute, ich werde jetzt hier straight durch den Tunnel fliegen. Es wird besser. Alter. Ach du Scheiße. Ich versuche jetzt einmal durch den Ring zu fliegen, ja? Ja! Wow! Zwei Ringe, Bruder! Zwei. Wir haben einen Teil der Antenne verloren. Aber das ist die Antenne, die macht keinen Unterschied. Wir haben einen Teil der Antenne verloren. Ist aber scheißegal. Rückwärts durch die Ringe und dann den Blumentopf. Das war doch die Challenge, oder? Scheiße. Brauchen wir das noch? Warte. Ihr habt es jetzt schon gesehen, es ist tatsächlich ziemlich in die Hose gegangen. Ich habe so stundenlang probiert, das besser zu machen und besser zu machen. Aber es ist nur so ein Stück besser geworden. Also ich glaube, noch nie in meinem Leben habe ich versucht, was zu lernen und so wenig Erfolgserlebnisse gehabt. Und da wir jetzt es nicht gepackt haben, mit der Drohne richtig zu lernen und es hier richtig auf die Reihe zu bekommen, würde ich sagen, versuchst du zumindest mal, deine Bestzeit hier zu fliegen. Und danach schauen wir mal, ob wir mit so einer Drohne, die wir ja schon kennen, durch diesen Parcours kommen. Die ist ein bisschen größer, aber sie lässt sich natürlich deutlich leichter steuern, das muss man absolut sagen. Also da könnte ich ja zum Beispiel einfach vor so einem Ring stehen bleiben, kurz gucken, ja, und durch. Das ist natürlich von der Geschwindigkeit nicht so geil, deswegen würde ich mal als Challenge setzen. Du fliegst hier einfach mal durch den Parcours, so schnell wie du es hinkriegst, und dann nehmen wir die doppelte Zeit und Paddy und ich versuchen die doppelte Zeit mit dieser Drohne zu packen. Das ist dann für uns die Einstiegs-Challenge und dann müssen wir weiter trainieren und irgendwann, sage ich dir, mein Freund, kommst du her und dann ziehen wir dich aber ab. Das will ich sehen. Es tritt also jetzt im Rennen an Colin mit der Beta FPV Beta 95X V3, gesteuert über eine FPV-Brille. Und sowohl Paddy als auch ich fliegen mit der DJI Mavic Mini und dem Smartphone-Controller. Dabei wollen wir uns nochmal bei OnePlus für die Unterstützung von diesem ziemlich verrückten Projekt bedanken. Nur durch solche Aktionen können wir diese aufwendigen Vorhaben umsetzen. Das OnePlus Nord N10 war daher auch unser Begleiter bei der Drohne.
Drohnen-Challenge. Über Smartphone hat Colin mit dem Speedybee-Adapter die Racing-Drohne eingestellt. Das sollte man nämlich vor jedem Flug machen, um die Rotor-Konfiguration auf die jeweilige Situation anzupassen. Wir konnten das Norden 10 dank dem riesigen 90-Hertz-Display aber auch optimal zur Steuerung von unserer DJI Mavic Mini nutzen. Generell kommt ihr mit dem Norden 10 aktuell sogar für unter 300 Euro in den Genuss des ultraschnellen neuen Standards 5G. Das ist für dieses Preissegment alles andere als selbstverständlich und sorgt so zusammen mit dem eben erwähnten 90-Hertz-Display für ein wirklich flüssiges Gesamterlebnis. Aufgeladen werden dann 2/3 des Akkus dank Warp Charge 30T in unter 30 Minuten. Genug Power, um dann nochmal eine Fotosession direkt hinterher zu feuern. Mit 4 Linsen und einer 64-Megapixel Hauptkamera macht ihr selbst in dieser Preisklasse schicke Fotos. Egal ob mit der Hauptkamera, dem Weitwinkel oder der 16-Megapixel Frontkamera. Verstecken braucht sich das N10 in Sachen Fotos nicht. 3, 2, 1, go! Ja. Nein! Okay, gerettet. Nice. Es landen. Ja! Nice! 23 Sekunden hast du das. Dann lassen wir die 23 stehen. So, Paddy, jetzt wird's ernst. Erzähl, welche Zeiten müssen wir schlagen? Halt dich fest. Es geht ja gerade schlecht hier. Ja, aber das musst du machen, weil das sind 23 Sekunden. Bruh. Wie sollen wir das denn schaffen? Ja, ich weiß auch nicht. Also wir haben ja das Doppelte. 46. Richtig. Das wird schon echt schwierig, ne? Ja, wenn du dir überlegst, wie schlecht wir die letzten Male waren. Alter. So, ich habe jetzt gerade schon mal einen Probelauf gemacht einmal, der natürlich nicht gezählt hat. Ist auch gut so. Es ist nämlich wirklich echt super schwierig. Ich werde jetzt allerdings oder wir gleich der Drohne so ein bisschen auch hinterherlaufen, weil das Ganze auch noch spiegelverkehrt. Es ist einfach zu viel für mich. Wir haben jetzt dabei 3 Versuche jeweils. Also ihr könnt euch mich und Paddy so als Teampartner vorstellen. Wir müssen Collins Zeit schlagen und jeder hat 3 Versuche und die beste Zeit, die man in diesen 3 Versuchen geflogen hat, die gilt. Und wir müssen besser als 46 Sekunden sein. Also auf geht's! Versuch 1. Oh Mann, ey, das ging jetzt eigentlich schon so gut los hier mit den Ringen. Naja, gut. Wie bitte? Der letzte Ring, da habe ich mich dran aufgehangen. Du hast aber gefühlt jeden berührt. Mir doch egal, ist ja wurscht. Versuch Nummer 2. Sauber! Ja! 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 Und? Du hast jetzt ungefähr 55 Sekunden gebraucht. Nein! Wow! Okay, Leute, ich mach's jetzt langsamer. Geil. Das ist das Schwierigste. Und...
Ja, sauber! Sauber! Ich glaube, die Zeit werden wir nicht haben. Komm, der stand doch schon gut. Das ist so eine Scheiße. Nein, ey. Okay, okay, okay. Ja. 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 Oh. Komm schon. Nein. Nein. Ach, wie traurig. Ah, schade. Ja, der war durch. Ja, ja. Durch. Oh. Komm schon. Ja, 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 ja. Ja. Okay. Ja, 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 ja. Das war doch gar nicht so scheiße. Unser Standard. Ja, Julian, machen wir uns nichts vor. Der große Colin Sänger hat uns geschlagen. Leider ja, leider ja. Wir konnten ihn nicht packen. Wir haben es nicht gepackt. Also wir hatten jetzt hier wirklich verschiedene Flugstile ausprobiert. Julian war so im Großen und Ganzen der etwas vorsichtigere und hat dadurch aber auch die Hindernisse teilweise sauberer genommen. Ich habe so ein bisschen auf Hauruck versucht, da schnell durchzubrechen. Was dann auch dazu geführt hat, dass ich einmal es geschafft habe, 55 Sekunden zu fliegen. Das war die Bestzeit, mehr war nicht rauszuholen. Das ist immer noch 10 Sekunden langsamer als die doppelte Zeit von Colin. Also das ist echt, es ist eigentlich schon ein bisschen traurig. Aber ich glaube, wir brauchen uns gar nicht schämen, weil er ist einfach ein Hammer-Drohnenpilot, muss man einfach sagen. In 22 Sekunden ist er hier durchgepäst. Das holt man mal nicht ebenso raus ohne Training. Aber okay. Wir wollen uns an dieser Stelle aber auch noch mal ganz, ganz groß bei Colin bedanken, der jetzt heute leider nicht mehr hier ist. Aber ich muss sagen, er hat uns wirklich super weitergeholfen und war eine absolute Bereicherung für dieses Video. Deswegen ein Dankeschön geht raus. Und falls ihr ihn verfolgen wollt, findet ihr den Link zu seinem Instagram-Profil auch einfach unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, wir gehen uns jetzt schämen für diese Niederlage. Bis dann. We'll be right back.